Ausgezeichnet! Braver Junge Bremswind! Rinswind, Herr! Aha! Jetzt haben wir die Formel für Recoglimentos nie versagenden Drachenhortfinder. Damit können wir das Biest finden und es wie ein Gnu fangen. Wie eine Ratte, meinst du? Ja, vielleicht. Das wäre sicher einfacher. Hast einen guten Sinn für die Realität. Das mag ich bei einem Zauberer. Geh jetzt und hol die benötigten Dinge. Ich werde deine Dienste vor dem Bewilligungsausschuss zur Sprache bringen, wenn es darum geht, über deine Studienbeihilfe fürs nächste Jahr zu entscheiden. Vielleicht kürzen wir sie nur um die Hälfte. Habe ich jemals meinen Wunsch erwähnt, ein Jack zu sein, Herr? Das lässt sich arrangieren, Rinswind. Wende dich an den Bibliothekar. Mach dich jetzt endlich auf den Weg. Wir brauchen einen Stab stürmischer Thermaturgie. Eine Spirale unfehlbarer Induktion. Ein kleines Wesen mit schwachen Nerven. Und einen Behälter aus dem stärksten eisenhaltigen Metall. Oh, das ist alles? Nun, darüber hinaus ist ein Atemhauch des fraglichen Wesens notwendig. Drachenodem. Ja, gibt's dabei irgendwelche Probleme? Nein, überhaupt keine. Nun steh nicht einfach so da. Brich sofort auf. Jawohl. Das funktioniert nicht. Wir haben ja schon mit allen geredet. Das haben wir ja schon vorab gemacht. Truhe. Besen. Besen mit Stahl. Verdammt, klick auf den Stab jetzt. Und da haben wir den magischen Stab. Oh mein Gott. Wir sind böse. Hey, er hat einen Knauf am Ende. Federwinkels Handbuch über Drachenhorte. Entdeckt Drachen aus sicherer Entfernung. Bei Misserfolg Geld zurück. Geld zurück, ich mag Geld zurück, Garantien. Und keiner löst sie je ein. Oder doch? Wer weiß. Wie öffnet man das Tor? Man hat die Dingsbums geändert, die Handbewegungen. Es ist ein ganz neuer Zauber. Dann zeig mir den neuen Zauber. Ausgeschlossen, er ist geheim. Schönes Wetter. Warte nur, bis der Unterricht in Sturmbeschwören, Regen machen und Blitzschleudern beginnt. Darauf läuft's also hinaus, wie? Du stehst hier den ganzen Tag rum und wirst dafür bezahlt, Pflaumen zu essen. Ja, jemand muss in den sauren Apfel, beziehungsweise die Pflaume beißen. Was isst du da? Pflaumen! Nur eine Kleinigkeit, damit die Kaumuskeln bis zum Mittagessen nicht aus der Übung kommen. Darf ich eine probieren, bevor ich gehe? Oft sorgen Pflaumen sogar dafür, dass man rennt. Nun, die Antwort lautet nein. Und jetzt die Handbewegungen. Ja, ja, meinetwegen. Lass sie einfach so wackeln. Auf diese Weise. Headshot. Es ist fast richtig. Versuch's mal so. Auf diese Weise. Alles klar. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich lege mich ein bisschen aufs Ohr. Und das Tor?
Sollst du es nicht bewachen? Auch ein Wächter braucht mal eine Pause. Bin doch kein Arbeitstier. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Nun, wir sehen uns später. Ich mag die Truhe. Er tritt alles auf, kann das sein? Nein. Nun trete ich hinaus. Danke. Ankh-Morpork, durch den Fluss Ankh geteilt, ist die älteste Stadt auf der Scheibenwelt. Eigentlich sind es zwei Städte. Das verrottete Ankh auf der einen Seite und das verpestete Morpork auf der anderen. Auch wenn die Pest sich recht demokratisch verhält und fast die gesamte Stadt bedeckt. Man sagt, dass alle Straßen nach Ankh-Morpork führen. Tatsächlich ist das falsch. In Wahrheit führen alle Straßen von Ankh-Morpork fort. Danke für die Erläuterung. Nun, wie geht's deiner Frau? Oh, ganz gut. Und was ist mit deiner? Sie kann nicht klagen. Übrigens, wir wollten euch für morgen Abend zum Essen einladen. Ich habe Schokoladenkuchen, Erdbeerpudding und Entenkasserolle mit Laubkompost vorbereitet. Laubkompost? Hab ich Laubkompost gesagt? Ich meine Karamell. Nun, es gibt massenhaft Leckeres. Du kennst ja meine Frau. Sie kocht gern. Ja, aber hältst du das für eine gute Idee? Ich dachte, sie achtet auf ihr Gewicht. Warum sollte sie auf ihr Gewicht achten? Nun, du weißt schon. Nach dem letzten Mal, als sie aus Versehen das Kamel verspeiste. Sie ist nicht in dem Sinne dick, nur ein wenig knuddelig. Ja, knuddelig. Sehr, sehr knuddelig. Und auch wirklich. Und deine Frau? Hat sie es inzwischen geschafft, das Ding aus ihrem Gesicht zu entfernen? Ding? Welches Ding? Das haarige Etwas. Das ist ein Schönheitsfleck. Oh, ich verstehe. Für einen Schönheitsfleck ist das Ding erstaunlich lang, findest du nicht? Hör mal, Schnurrbärte gelten als Zeichen für Sinnlichkeit. Was? Bei Frauen? Willst du meine Frau etwa als hässlich bezeichnen? Nein. Gut, sonst hätte ich mich sehr geärgert. Oh gut, ein Palastdussel. Ein Unglück kommt selten allein, wie? Würdet ihr mich bitte passieren lassen? Hau ab! Das ist wahre Kameradschaft. Ist sie wirklich so dick? Was? Nun, dein Freund wies eben darauf hin, dass deine Frau sehr dick ist und deshalb dachte ich... Das hat er tatsächlich, nicht wahr? Das ist glatt gelogen. Ja. Einfach mal... Oh, ein Bauer, eine Hexe und ein Dieb. Om nom nom. Scheint ein sympathischer Bursche zu sein. Gleich mal mit ihm reden. Ich grüße dich, du unbedeutender und schmutziger Bauer. Gruß auch dir, du nicht ganz so schmutziger Träger eines spitzen Huts. Was ist hier los? Wir hoffen auf Audienz beim Patrizier, dem mächtigen Herrscher von Ankh-Morpork. Weißt du, es geht um den Drachen. Er sorgt dafür, dass Kühe austrocknen und Gardinen verbleichen. Im Ernst? Das sagt jedenfalls unser Agnes. Nun, niemand möchte seine Familie von einem Drachen grillen lassen. Ruß ist so schwer zu beseitigen. Ja. Tja, das sagt jedenfalls unser alter Onkel Agnes. Kennt sich aus mit solchen Sachen. Onkel Agnes? Ja, genau, Onkel. Das klingt nach einem Mann, nicht wahr?
Nun, um ganz ehrlich zu sein, darüber habe ich nie nachgedacht. Da du es jetzt erwähnst, wir hätten zumindest fragen können. Stattdessen haben wir ihn einfach so verheiratet, mit einem der Wächter vor dem Tor. Nun, das erklärt so manches. Das ist Nanny Ogg. Hallo, Teuerster. Oh. Müde? Ich kann dir eine gute Fußmassage anbieten. Ich schlage vor, wir bleiben jetzt ganz, ganz ruhig. Ein friedliches Essen und dann ein angenehmer Abend, zu lauschen, wie es in den Töpfen blubbert. Mit Zehen komme ich besonders gut zurecht. Wie wär's mit einem Lied? Kennst du, des Zauberers Stab hat einen Knauf am Ende? Meiner hat keinen, das versichere ich dir. Aber um ganz sicher zu gehen, ich sehe schnell mal nach. Ein Dieb? Hier? Einen Augenblick. Du bist ein Dieb. Was machst du hier? Nun, es geht um meinen Anteil. Um deinen Anteil? Um die Menge, die ich stehlen darf. Sie genügt nicht. Der Drache zerstört Wohnraum und dadurch steigen die Mieten. Ich meine, darum zu bitten, die Diebstahlquote für die Dauer des Notfalls um 20% zu erhöhen. Dagegen gibt es doch kaum etwas einzuwenden, oder? Vielleicht doch, wenn man zu den 20% gehört. Eine der herausragendsten Erfindungen des Patriziers war die Gilde der Diebe für Diebstahl verantwortlich zu machen, mit jährlichen Budgets, Jahresplanung und Schutz des Berufes. Die Diebe garantierten dafür im Gegenzug eine durchschnittliche Kriminalitätsrate und sorgten dafür, dass unautorisiertes Verbrechen sofort unterbunden wurde, was fast so etwas wie ein Stock mit Nägeln darin war. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Gesellschaft eines Irren. Hallo. Oh, ein Besucher, stimmt's? Lachi. Ein Besucher, kein Zweifel. Lachi, lachi, lachi. Blasche Blier, Blasche Blier. Herr Bleistiftkopf sagt Hallo. Hallo, er hat Hallo zu uns gesagt, Lachi. Lachi, lachi, lachi. Oh mein Gott. Ich muss sterben. Ja. Wie könnte dein Name lauten? Er ist geheim. Wie? Ich kann's dir nicht sagen, aber vielleicht gibt dir Herr Blume Auskunft. Nun, wie du meinst. Hallo, Herr Blume. Nass, nass, er ist ganz nass. Oh, lachi, lachi, lachi. Entschuldigung, ich glaube, da ruft mich jemand. Entschuldige, ich glaube, da ist mir irgendetwas entgangen. Entgangen, entgangen. Sehr gut, sehr gut. Er ist wirklich gut, nicht wahr, Lachi? Er ist gut, er ist gut, er ist gut, sehr gut, ja, er ist wirklich sehr, sehr gut. Oh, Lachi, Lachi, Lachi. Ist alles in Ordnung mit dir? Oh, ist alles in Ordnung mit uns, Lachi? Was meinst du, Blasche Bier, Blasche Bier. Hui. Ich glaube, ich lege mich ein bisschen hin. Weißt du, ich habe gehofft, Informationen von dir zu bekommen. Informationen, Informationen. Informationen, Lachi? Über Eidechsen? Über Drachen, ja? Ja. Ja, genau. Drachen. Von Drachen soll ich dir erzählen, Onkel? Wenn du bitte etwas leiser sprechen könntest. Drachen, Lachi. Lachi mag keine Drachen. Nicht so laut. Sag mir einfach, was du weißt. Was soll ich dir sagen? Erzähl mir vom Drachen. Von welchem Drachen? Ich meine den Drachen, der die Stadt bedroht. Oh, Lachi, Lachi, Lachi. Er weiß vom Drachen. Leise! Der Drache, Lachi, der Drache. Jetzt hör mal. Rate mal, was ich jetzt bin. Langweilig? Nein, rate noch einmal. Eine Teekanne? Ja, eine Teekanne, Lachi. Oh, Lachi, Lachi, Lachi. Schluss damit. Hör auf, den Verrückten zu spielen. Hast du gesagt, ich bin verrückt? Ja. Lachi mag es gar nicht, wenn man mich verrückt nennt. Meine Mutter hat mich einmal als verrückt bezeichnet. Kurz darauf war sie tot. Oh, na schön. Entschuldigung, ich glaube, da ruft mich jemand. Warum muss ich immer an die Irren geraten? Irren, wirren, schwirren. Bist du vielleicht gekommen, um zu schwirren? Hör mal, bist du wegen deines Zustands in Behandlung? Behandlung, Behandlung. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Lachi mag Behandlung. Möchte sich auch Bleistiftkopf behandeln lassen? Du solltest deine Puppe nehmen und verschwinden. Nun, was für eine Behandlung? Lachi mag seine Witze. Ui! Oh, Lachi.